Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Control. So. Also Dunkelheit nicht gut, haben wir ja schon gemerkt. Schauen wir mal. Okay, wir hätten ja immer einen Aufzug. Leider halt hier einige ausgeschaltete Generatoren. Naja, wird schon was finden, denke ich. Scheiße. Und jetzt? Halt mein Bild für sich! Was ist das? Mach schon, Fahrstuhl, ich muss... Oh, scheiße, scheiße, scheiße! Okay, muss mal kurz raus. Dankeschön. Nein, du sollst bitte... Ja. Das nutzt nicht aus. So, wir haben ein bisschen Licht, das ist doch schon mal ganz schön. Sehr freundlich. Zack. Dann hätte ich gern etwas mehr. Gut, dann haben wir das schon mal. Da oben geht es wahrscheinlich weiter, oder? Kommt mal her. So, weiter geht's. Dann schauen wir mal. Dann müssen wir noch höher. Da haben wir einen ganz schönen Weg nachher. Wenn wir runtergehen müssen. Hey, da hinten. Alles klar. Und da oben scheint dann das letzte zu sein. Da könnte ich mir theoretisch einen schnappen und hochfliegen. Na du? So, komm hier bloß nicht auf den Gedanken. Beziehungsweise können wir gehen mal gerade hier rüber. Wir haben ja Zeit eigentlich. So, gehen wir mal darüber. Bitte schön. Wir haben immer noch Dunkelheit, ne? So wie es aussieht. Zumindest ist die Musik noch etwas aufgeregt. Ja, er scheint auch noch da zu sein. Er wird noch hier hochlaufen können. Alles klar, gut zu wissen. Zoom. Bitte wieder in Ruhe lassen. Den Aufzug können wir ja nicht benutzen. Da ist wahrscheinlich noch irgendwas. Schätze ich mal. Ich meine,
Weil sonst haben wir das ja alles soweit. Ja, es ist hier quasi noch deine letzte dunkle Ecke. Das hat keine Wirkung. Mhm. Ich versuch was wert. Oder müssen wir noch irgendwas einschalten jetzt? Das könnte ja auch sein. Ruhe bitte. So, dann schauen wir mal. Na klar. Was zu lesen und dann machen wir doch hier mal Licht. Na also. Ja, wie gefällt dir das? Okay, sehr gut. Dann haben wir ihn mal, sind wir ihn mal losgeworden. Hier dann doch noch ganz gut. Und ja, auch hier wieder Zeit zu lesen. Die Vorgeschichte von Hartmann. Dr. Emil Hartmann ist ein akademischer Psychotherapeut, der ein Erholungszentrum in Wyoming? Mit Fokus auf Behandlung von Künstlern mit kreativen Blockaden und sonstigen psychischen Störungen hat. Wyoming ist, glaube ich, WY. Offiziell schien Dr. Hartmanns Behandlungszentrum hinsichtlich seiner Methoden und Ziele nicht weiter beachtenswert. Hinter den Kulissen missbraucht Dr. Hartmann allerdings seine Patienten, um sich mögliche verborgene Fähigkeiten zunutze zu machen und zu seinem eigenen Vorteil zu formen. Aus diesem Grund wird er als Parakrimineller zweiter Klasse eingestuft. Anmerkung, weitere Informationen über die Verbindung zwischen Künstler und ihrer Fähigkeit, die Realität durch künstlerische Medien zu finden, sich in Akte. Die Untersuchung hat ergeben, dass Dr. Hartmann seine illegalen Praktiken alleine durchführte. Nachdem die Behörde während der Untersuchung des an ihn herangetreten war, zeigte er keine Reue oder Absicht, seine Praktiken einzustellen. Dr. Hartmann wurde in Gewahrsam genommen, evaluiert und Monate später freigelassen, da er als vernachlässigbare Bedrohung eingestuft wurde. Seine Zulassung wurde ihm permanent entzogen. Vollständiger Bericht in Akte 712-8557. Ja, und dann haben wir halt noch mehr. Da unten lag ja auch noch einiges rum. So, du hast jetzt deinen verzogen. Ich denke, dann gehen wir dir auch gleich mal nach. Aber jetzt können wir uns wenigstens auch hier im Dunkeln bewegen. Ohne irgendwelchen Repressalien fürchten zu müssen. Haben wir noch ein Tonband? Sehr schön. Brian Hanneman, 21 Jahre alt, wohnhaft im Süden von Texas. Tut mir leid, Ma'am, aber ich weiß wirklich nicht, warum ich hier bin. Sie wissen, was Sie getan haben, Mr. Hanneman. Ach ja? Erzählen Sie mir von Delivery Disaster. Dem Film? Ich weiß nicht, also er war nicht sehr gut. In Ihrer Kritik waren Sie anderer Meinung, aber mehr darüber später. Wo hatten Sie den Film her? Von Movie Night. Mit einem K, nicht nur mit N. Nicht Night wie Nacht, sondern, Wer hat Sie kontaktiert? Warum haben Sie den Film rezensiert? Niemand. Ich habe ihn mir ausgesucht, weil er so obskur war. Ich mochte den Film nicht mal. Ich hätte ihm keine so hohe Wertung geben dürfen, aber wenn ich so obskure Filme rezensiere, komme ich schlau rüber und dann hören mehr Leute meinen Podcast. Ich werde erfolgreich, kann bei meinen Eltern ausziehen, aufs College gehen und endlich einen Abschluss in Film und Fernsehen machen. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Okay, der Kerl weiß nichts. Ich beende die Sitzung.
Das klang aber auch gerade sehr nach Jesse. Jahre alt, wohnhaft im Süden von Texas. Tut mir leid, Ma'am, aber ich weiß wirklich nicht, warum ich hier bin. Gut, schauen wir mal weiter. Hier liegt ja auch noch ein bisschen was auf dem Boden rum. Automatenprozedere. Kein Prozedere bekannt. Momentan werden im Untersuchungssektor Tests durchgeführt. Beschreibung gewandelter Eigenschaft. Ein Warenautomat. Die Vorderseite besteht aus Kunstholz. Er funktioniert mit Münzen. Die einzelnen Produkte werden über Tasten ausgewählt. Das Objekt generiert und lagert eine Auswahl an Materialien, essbar und nicht essbar, in seinen inneren Ablagefächern. Erste Tests weisen darauf hin, dass das Objekt auf die Gedanken des nächsten Individuums in der Nähe reagiert und erzeugt, was immer dieses unterbewusst ersehnt. Versuche, dieses Objekt mit einem lebenden Hm zu erzeugen zu lassen, sind konsistent fehlgeschlagen. Hintergrund. Das Objekt wurde in einem alten Hain in Alberta gefunden, nachdem eine Bewohnerin namens Muriel einen Nachrichtensender vor Ort von einem magischen Automaten berichtet hatte. Dem Nachrichtenbeitrag zufolge befüllte das Altenheimpersonal den Automat absichtlich mit verschiedenen Snacks und Objekten, um den Bewohnern eine Freude zu machen. Die Eingreiftruppe der Behörde konfiszierte das Objekt und half, diese Geschichte zu verbreiten. Okay. Hat ja dann hoffentlich funktioniert. So, und da oben ist auch noch ein Tonband, wie es scheint. Sehr schön. Was auch immer das da oben macht. Okay, dieser Raum macht mir Angst. Aber ich kenne meine Rechte. Es ist kein Verbrechen, ein Buch signieren lassen zu wollen. Nicht ausdrücklich Kontakt mit einem gefährlichen, paranatürlichen Wesen ist echt. Ja, hören wir uns auch noch gerade an. Okay, dieser Raum macht mir Angst. Aber ich kenne meine Rechte. Es ist kein Verbrechen, ein Buch signieren lassen zu wollen. Nicht autorisierter Kontakt mit einem gefährlichen, paranatürlichen Wesen ist in der Behörde eine Straftat, Mr. Langston, und kann angezeigt werden. Okay. Gut, das wusste ich nicht. Machen wir doch aus der Mücke keinen Elefanten. Ich hatte doch nur gehört, dass Dr. Hartman hergebracht wird, und da ich ein großer Alan Wake-Fan bin, wollte ich mein Exemplar von The Creator's Dilemma signieren lassen. Das ist eines von Hartmanns Büchern. Wir kennen das Buch. Okay, gut. Ich wollte also nur meine Wake-Sammlung vervollständigen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Hartmann jetzt ein Schattenzombie ist. Diese Beschreibung trifft kein bisschen zu. Wie auch immer. Ich bin nur ein Bürohengst. Ich sortiere Dokumente, gebe Daten ein und so ein Zeug. Jetzt machen Sie mal halblang. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Hier brechen ständig Leute Regeln und niemand zerrt sie in dunkle Räume und brüllt sie an. Gestern haben Dave Gleason und seine Truppe mit dem leeren Raumanzug geredet und sich halb tot gelacht. Wir belassen es bei einer Verwarnung, Mr. Langston. Aber das kommt in Ihre Akte. Beim nächsten Fehltritt kommen Sie nicht so einfach davon. Toll. Das freut mich zu hören, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, könnte ich vielleicht noch mein Exemplar von The Creator's Dilemma zurückhaben? Raus jetzt. Ja, die machen echt alle viel zu viel Stress hier, glaube ich. Okay, was gibt's hier noch Schönes? Anmerkung: Dieses Drehbuch wurde gefunden, nachdem die Behörde die Fernsehserie Night Springs sowie die Skripte aller gesendeten Episode erworben hatte. Anscheinend hat es Alan Wake als Teil einer Bewerbung zum Drehbuchautor für die Serie verfasst. Initiativtitel für Night Springs Folge Über die Schwelle so finster von Alan Wake. Moderator, Voiceover. Es liegt in der menschlichen Natur, die Kräfte um uns herum zu kontrollieren und mehr noch besitzen zu wollen. Doch was geschieht, wenn diese Kräfte nicht für uns bestimmt sind? Oder nicht einmal für diese Welt? Was, wenn man diese Dinge nur an einem Ort entdecken kann? In Night Springs. Internationales Geheimlabor Nacht. Wir sind in einem Geheimlabor. Auf dem großen Schild an der Wand steht The Federal Bureau of Night Springs. Wissenschaftler. Ich habe es Ihnen so oft gesagt, Direktor. Es ist noch nicht bereit. Direktor, es ist bereit, wenn ich sage, dass es bereit ist, Doktor. Wissenschaftler. Aber das Wesen jenes Portals, wir können es nicht kontrollieren. Okay, gucken wir noch mehrere davon finden. Ich kann mir dann die komplette Serie oder die komplette Folge zumindest nachstellen.
Ja, genau. Auch ein wenig Materialien. Hier war sonst aber erst nichts. Wie beim Schalter war auf jeden Fall. Das hatte ich ja, glaube ich, schon gelesen. Spielautomaten. Ah, Schüm. Okay, wir haben Spielautomaten. Dann schauen wir doch mal. Schim spielen. Massenkontrolle und letzte Frist. Ah. Ziel von Massenkontrolle ist zu überleben. Viel Glück. Danke. Ah, gut, das so. Ja, okay. Oh, ihr seid Level 8, okay. So, Wiedersehen. Haben wir dich mal noch kurz weg da oben? Jemand ziemlich gut gezielt. Ja, ist halt dumm, wenn man nichts mehr aushält. Gut. Also, wie gesagt, das ist eh nicht so meins. Die ganzen Wellendinger. Kannst du das andere vielleicht noch angucken, gerade die letzte Frist. 50 Gegner, wo die Zeit abläuft. Ja, also, das ist nichts, was ich hier großartig angehen werde. Weil die halt einfach viel zu viel aushalten. Ja, ihr seid absolut nichts für mich. Gut, für jeden Killer ist wahrscheinlich dann Tode gegeben. Aber ja. Reingucken. Also sage ich halt, ich halt überhaupt keinen Spaß. Ist mir viel zu anstrengend, viel zu stressig und halt immer wieder das Gleiche. So. Aber gut. Hätten wir das. Haben wir aber, glaube ich, wirklich hier... Ich gehe nochmal gerade gucken, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das hier oben gelesen hatten. Ja.
So, wir können ihm aber nicht folgen. Dann können wir jetzt tatsächlich mal versuchen, den Fahrstuhl nochmal zu testen. Sie weiß, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf jeden Fall Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.